Hi Andrzej hier für tabletblog.de. Ich habe soeben auf meinem Google Nexus 7 mit 3G das Update auf Android 4.2.2 erhalten. Das ist vor etwa 2 Tagen in den USA zum ersten Mal aufgetaucht und ist jetzt auch in Deutschland für, ich glaube, sämtliche Nexus-Geräte, das Nexus 10, Nexus 4 mittlerweile auch und Galaxy Nexus erhältlich, sowie das Nexus 7 natürlich. Und ich wollte euch in diesem Video mal die neuen Features zeigen, die mit Android 4.2.2 eingeführt werden. Vorweg nochmal ganz schnell das Google Now Widget, denn die Google Suche hat auch ein Update bekommen und damit wurde ein Google Now Widget eingeführt. Das seht ihr hier jetzt auf dem Lockscreen. Das kann entweder auf einem der Homescreens oder auf dem Lockscreen angezeigt werden. Ist ganz praktisch. Wir sehen jetzt hier einen Geburtstag von Google Plus, sowie das Wetter da unten. Karten gerade nicht, da ich nirgendwo hinfahren möchte. Gut, ganz schnell das Google Now Widget, nun die Neuerungen in Android 4.2.2. Wir gehen erstmal schnell in die Einstellungen, um zu überprüfen, ob es auch wirklich 4.2.2 ist. Und ja, das ist es. So, es wurde nicht viel geändert. Mit dem Bluetooth Streaming wurde einiges verbessert. Möglicherweise wurde auch an der Akkulaufzeit der Geräte geschraubt, also dass Android nicht ganz so viel am Akku saugt. Aber was wir auf jeden Fall, was wir genau wissen, ist, dass bei den Quick Settings etwas geändert wurde. Wenn ihr jetzt lange auf das WLAN-Symbol drückt, wird es ausgeschaltet. Das gleiche gilt fürs Bluetooth. Vorher kam man direkt in die Einstellung, wenn man einmal kurz rauf tippt. Man konnte es aber nicht aus den Quick Settings heraus ein- oder ausschalten. Das ist jetzt mit einem langen Druck möglich. Gut. Das war das eine. Das zweite ist die Galerie. Die hat nun eine neue Animation bekommen. Und dafür muss ich schnell die Galerie suchen. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Das kommt, wenn man seine Apps nirgendwo auf einem Homescreen richtig sortiert. Aber da haben wir sie schon. Wir sind jetzt schon gerade in der Galerie drin, wie ich sehe. Auf jeden Fall hat sich die Animation verbessert. Sie soll ein bisschen schneller laden. Also die Bilder sollen schneller hintereinander geladen werden. Und das ist auch richtig so, wie ihr seht. Hier sind es nur Screenshots, aber die Bilder werden sehr schnell hintereinander angezeigt. Es kommt nichts ruckeln, läuft alles sehr flüssig. Das kennen wir von Android doch ein bisschen anders. Also ganz nett, nicht die größte Änderung jetzt. Aber auf jeden Fall eine nette Neuerung, die mit Android 4.2.2 eingeführt wurde, eine nette, schnelle Galerieanimation. Das zweite, was neu ist, dafür gehen wir in den Play Store. Wenn man jetzt eine App herunterlädt, dann suchen wir mal schnell etwas, was ein Update braucht, Google Plus zum Beispiel. Wenn wir auf Update klicken, akzeptieren und herunterladen und dann hier schauen, da wird dann die Zeit angezeigt, die noch gebraucht wird, bis das Update fertig ist, bis der Download fertig ist. Vorher gab es das nicht, da gab es nur diese Prozentanzeige. Jetzt sind wir hier noch 31 Sekunden, noch 30 Sekunden. Das ist ganz nett, wurde jetzt auch neu eingeführt. Ja, was ist noch neu? Es gibt noch neue Sounds, wenn der Akkustand zu niedrig ist oder das Gerät auflädt. Das können wir jetzt nicht testen, aber sind eben nur 2 neue Sounds. Und soweit wir bisher wissen, war es das auch schon. Der Changelog ist, ich glaube, ich bin gestern mal da durchgegangen, 12.000 Zeilen lang, etwas über 12.000 Zeilen. Es gibt noch viele kleinere Änderungen unter der Haube, die wir jetzt nicht sofort sehen. Vielleicht kommt noch die andere, ein oder andere News dazu innerhalb der nächsten paar Tage. Aber es wurden auf jeden Fall einige Bugs behoben, Sicherheitslücken geschlossen, etwas am Akku geschraubt. Und ja, das war's. Kein großes Update, aber doch ein paar nette neue Features. Das ist Android 4.2.2 auf dem Google Nexus 7. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.